Murphy. Gang weg. So, komm. Du musst jetzt ein paar Minuten fusch. Genau. Gut. Aber bevor wir anfangen, wollte ich euch erst etwas zeigen. Und zwar ist der Hans Fischer, Betreiber und Macher vom Technikblog, im April dieses Jahr in Kalifornien mit unterwegs gewesen und hat seine DJI Mavic Pro dabei gehabt, seine Kameradrohne. Und ich habe zufälligerweise entdeckt, als er es auf Facebook gepostet hat, das Video, das hat wahnsinnige Aufnahmen gegeben. Und ich finde, das ist es wert, allein das Video, die Aufmachung, die Bilder zu sehen. Und ich wollte euch das nicht vorenthalten. Schaut mal kurz rein. Das ganze Video findet ihr, den Link zum Video findet ihr unten in der Videobeschreibung oder auf Facebook beim Hans Fischer. Unbedingt schauen, es lohnt sich, es sind wirklich wahnsinnige Bilder und ja, er hat es verdient. Applaus in Aargau. Nach dem Aufladen vom ersten Video habe ich nicht mit wirklich viel Feedback gerechnet. Aber was dann passiert ist, hat mir schlicht und ergreifend einfach den Atem verschlagen. Es ist jetzt nicht wirklich eine Glanzleistung, was das Video geschafft hat oder was ich mit dem Video geschafft habe, aber doch einmal einen kurzen Überblick. Es sind über 100 Views zusammengekommen, über 440 Minuten Spielzeit über alle Views hinweg und das ist so lang wie die beiden ersten Star Wars Teile in ihrer Kinofassung und ich habe immer noch keinen einzigen Star Wars Film gesehen, aber das wird sich irgendwann mal ändern, ganz bestimmt. Dann habe ich 8 Kommentare, nicht wirklich viel, aber doch 8 Interaktionen mit Zuschauern, wo sich zum Video geäußert haben und doch immerhin 14 neue Abonnenten auf meinem Kanal. Für mich ist das unfassbar, so eine Interaktion können aufzubauen und so eine Reaktion auf mein Video zu haben, mit dem habe ich nicht gerechnet. Und mir ist schlagartig irgendwie bewusst worden, dass ich mit dem Video, dass ich nicht einfach nur Videos auflade, sondern dass ich schon eine Zuschauerschaft habe. Mindestens die 14 neuen Abonnenten, die das Video geschaut haben, aber auch schon die 50 oder 45 bestehenden Abonnenten, die schon meinen Kanal abonniert haben, wo jetzt einfach lange nichts gelaufen ist drauf. Es entsteht also eine Art Dialog. Und anders als bei klassischen Fernsehproduktionen ist man auf YouTube doch auch in der Lage, das Programm von einem Kanal mitzugestalten. Sprich, man hat abonniert und man gibt Rückmeldung über einen Kommentar. Und der Videoproduzent geht darauf ein, sollte darauf eingehen. Und das ist eigentlich genau das, was ich von euch auch möchte. Ihr sind noch wenige, wir sind noch wenige, aber doch, wenn ihr irgendwelche Wünsche, Anregungen oder Ideen habt für kommende Formate, für kommende Videos, bitte einfach let me know in the comments below. Oh, es hat sogar Zuschauer gegeben, die sich bei mir gemeldet haben und ich möchte gerne Bestandteil sein vom nächsten Video oder von einem Video. Und darum habe ich gedacht, gibt es jetzt gerade 3 Sekunden Fame. Danke. Gut, was passiert jetzt in Zukunft? Ich meine, auch YouTube-Videos sind grundsätzlich eine Form von Entertainment. Das heisst, ich mache mir Gedanken zu allem, was ich euch möchte sagen. Ich schreibe ein kleines Skript, so einen Leitfaden, damit das Video nicht irgendwie langweilig wird. Somit braucht auch jedes YouTube-Video irgendwo einen Plan, irgendwo eine Richtung, wo es durchgeht. Und ich habe mir da meine Gedanken gemacht. Ich habe schon die nächsten 2-3 Episoden Stichworthaltung mal irgendwo aufgeschrieben und probiere das jetzt ein bisschen auszubauen. Ich habe, wie gesagt, noch einiges vor auch. Also in meinem Leben passiert so einiges, wie in jedem Leben eigentlich. Aber doch ein paar spezielle Hobbys und Erlebnisse, die jetzt noch geplant sind. Und da möchte ich euch via Vlog ein bisschen auf dem Laufenden behalten und ein bisschen teilhaben lassen an dem Ganzen. Und ich denke, euch wird ganz sicher nicht langweilig. Und ich meine, ein roter Faden muss jedes Video haben. Sonst fange ich am Schluss noch irgendwie an, euch Schminktipps zu geben. Und das wäre doch ziemlich absurd. Ja, das wäre ziemlich absurd.
Und jetzt noch etwas zu meiner Person. Wem schaut ihr eigentlich zu? Mein Name ist Ralf und ich bin 1984 im Aargau geboren. Im Juni vor 2 Jahren habe ich mich selbstständig gemacht und arbeite heute unter Eigenregie als IT-Projektleiter in der Softwareentwicklung, IT-Berater für andere Webagenturen, aber auch für absolut grossartige Endkunden. Ich habe jetzt wahrscheinlich ganz viel vergessen oder ihr habt noch Fragen zu meiner Person oder zu dem, was ich so tagtäglich mache oder was euch auf dem Kanal erwartet. Wenn das so ist, bitte unten in der Kommentarbox reinschreiben, was euch interessiert oder was ihr für eine Frage habt. Ich probiere sofort oder so schnell wie möglich Antwort zu geben. Das wäre es für heute. Danke vielmals. Das nächste Video kommt schon nächste Woche. Ich bin am Freitag noch am Pub-Quiz in Biel. Da gibt es ganz sicher eine kleine Reportage darüber. Ich habe hier hinten auf dem Tisch, vielleicht ist es ein bisschen unscharf, aber da ist zwar noch ein Mac Classic, der demnächst repariert werden wird. Es ist noch ein geheimnisvolles Paket aus den USA zu mir unterwegs, wo ebenfalls ein Teil werden von dem Vlog und ja, was sonst noch alles geplant ist, das seht ihr, wenn ihr dranbleibt. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, unbedingt noch machen. Zu meiner Linken gibt es noch den Link zum letzten Video und zu meiner Rechten gibt es die Möglichkeit, den Kanal zu abonnieren. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.